Damen und Herren, die Gäste auf der Empore. Sie tun so, als wäre es nur Geschichte, aber wir sind in der Zeit, wo es doch wirklich wieder heißt, wäre den Anfang hin. Und der Beitrag von Herrn Dreyer ist doch der beste Beweis, warum wir einen politischen Beschluss, warum wir wirklich eine klare Distanzierung brauchen. Und genau das ist der Unterschied zwischen den beiden Anträgen. In dem Antrag der Koalition ist der Name Hindenburg nicht erwähnt. Und wir wollen ihn doch nicht nur von der Liste streichen, weil er tot ist, sondern wegen der Rolle, die er in der Geschichte gespielt hat. Und um allen deutlich zu machen, er würde in dieser Stadtverordnetenversammlung nie ein Ehrenbürgerrecht bekommen. Und ich finde, diese Distanzierung ist notwendig als Beschluss. Genauso wie es andere Städte gemacht haben. Und es ist nicht, dass es einfach verschwindet. Er verschwindet, lesen Sie den geänderten Antrag nochmal durch, er verschwindet aus der Liste der Ehrenbürger in allen städtischen Medien, weil er kein Ehrenbürger ist und auch nie wieder werden würde. Ich bin total offen, dass wir diese Liste auch wieder aufmachen. In der Vergangenheit war das immer ein Grund für Sie, deswegen das abzulehnen. Ich bin absolut dafür, dass wir endlich diese Straßen nach Kolonialverbrechern benannt sind, umbenennen. Aber lassen Sie uns doch heute mal mit diesem konkreten Namen, wo es das Ansinnen gibt, und zwar auch von lebenden Ehrenbürgerinnen, die sagen, man will nicht auf einer Liste stehen, wo Leute wie Hindenburg stehen. Es geht darum, es zu dokumentieren, es in den geänderten Antrag mit beinhaltet. Denn es geht nicht darum, Geschichte zu löschen, sondern es zu dokumentieren. Und von daher, sehr geehrte Fraktion, die sich Jamaika, die sich Koalition der Vernunft nennen, überlegen Sie doch wirklich nochmal, ob Sie da nicht über Ihren Schatten springen können, um heute ein deutliches Zeichen zu setzen. Denn am Ende werden die Protokolle gelesen, nicht was hier mündlich gesagt wird, sondern es wird gelesen werden, wurde die Aberkennung Ehrenbürgerschaft Paul von Hindenburg, wurde das angenommen oder nicht, wer hat zugestimmt, wer hat abgelehnt. Und wir können sehr gerne den nächsten Schritt darüber reden, wie wir mit den ganzen anderen, die noch auf dieser Liste stehen, und natürlich kann man das auf der Seite der Stadt deutlich machen, wie man damit umgeht und wie wir das bei den Straßennamen voranbringen. Aber heute geht es darum, dass nach 90 Jahren endlich dieser Name, dass es eine klare Distanzierung gibt.